sich, 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 Sicheloni. Hey Grills and Boys, hier ist mal wieder eure Sichi-Biene. Ihr wisst schon, die mit dem Sichi und dem Biene. Dieses Mal machen wir meine gefeierten Sichi-Biene-Nudis. Ihr habt bestimmt schon öfter eine aufwendige Art dieser Nudis gesehen, aber wir machen sie einfach ober-easy-cheesy. Dank Aldi, denn die haben die oberpornöse Fit-Dunesse-Pfanne-Ei mit Gemüsepagent. Hier habt ihr eigentlich alles drin, was benötigt wird für eine Kinezapfern. 30 Cinquecentos Lauch, 20 Cinquecentos Brokkoli, 15 Promille Karotte, 15 Promille Süßkartoff, 15 Eier lila Spitzkohl, 5 Cinques Zwiebres, macht 100% Güß. Also, was benötigen wir? 250 Gramm Minudis. Ein Päckene Fit Dunesse Pfanne Ei von der Aldi, 400 Gramm. Ein Päckene oder 150 Gramm Mungobohnensprossen, auch beim Aldi erhältlich. 400 Gramm Hähnchenfleisch. Ein Esslöffel Sriracha. 5 Esslöffel Hosenpaste. 5 Esslöffel Sesamstraßenöl. 5 Esslöffel Soyboy-Sauce. Öl zum Anbraten und Wasser zum Kokinellin. Dann kommen wir mal zur Zubereitung. Als erstes schnibbelt ihr das Fleisch in kleine Häppchen. Die Fleischhäppchen bratet ihr dann mit einem Schuss Bratöl in der Pfanne an. Kurz bevor das Fleisch durchgebraten ist, gebt ihr einen Esslöffel Heusin, einen Esslöffel Sesamöl und einen Esslöffel Sojasauce dazu und bratet noch kurz damit weiter, ihr Spalter. Dann nehmt ihr das Fleisch aus der Pfanne. In einer Schüssel rührt ihr 4 Esslöffel Heusin, 4 Esslöffel Sesamöl, 4 Esslöffel Sojasauce und einen Esslöffel Sriracha zusammen zu einer Soße. Nun erhitzt ihr einen Wasserkocher voll Wasser, in der Regel 1,7 Liter, und gebt die Mienudeln in eine große Schüssel. Währenddessen gebt ihr nochmal ein bisschen Bratöl in die Pfanne und gebt das Fit Dunesse Gemüse der Ei rein. Sobald das Wasser kocht, schüttet ihr es auf die Nudeln drauf. Diese müssen dann ca. 8 Minuten ziehen. Rührt immer mal wieder um und lockert die Nudeln auf, sodass alle durch werden. Kurz bevor das Gemüse durchgebraten ist, gebt ihr die Mungobohnensprossen dazu. Dann knallt ihr die zuvor angerührte Soße drauf, das Fleisch und die Nudis hinterher. Und Finn, die Sichibiene-Nudeln können angerichtet werden. Die Sichibiene knallt sich immer noch ein paar Tropfen Öl von der Zitrone C4 drauf, aber das muss man schon mögen, denn es ist halt schon irgendwie grausig. Aber schlemmt's euch rein, ihr kleinen Sichler. Sum sum und sich sich!